Loft Docklands, London, 1. Juli 2009, vormittags. Hey, wen haben wir denn da? Na, Süße? Gut geschlafen? Nächste Frage. Gut siehst du aus. Frisch wie der junge Morgen. Na, Kopfschmerzen? Morgen, Bernie. Pass auf, was du sagst. Madame ist indisponiert. Da sind Anrufe für dich. Alles Beileidswünsche, glaube ich. Hört mal, Jungs. Geht mir nicht auf die Nerven, ja? Gibt's noch Tee? Oben. Bestimmt ist er wieder kalt. Eiskalt. Geht nichts über einen schönen heißen Tee, was? Halt die Klappe, Mike. Bin schon weg. Ach so, wir können schon spielen. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir, dem NRWBoy18. 15 Days, so heißt es, und das Cover verspricht wirklich sehr viel, und was ich jetzt hier im Intro schon gesehen habe, das unterstreicht das wirklich sehr schön. Ich hoffe, das Spiel bleibt so. Ein Meisterdieb-Adventure im Hollywood-Stil. Es geht um zwei Parteien hier in diesem wunderschönen Adventure, denn ich habe mich jetzt nach den ganzen Metroids, Donkey Kongs und wie sie alle heißen, GTAs, mal wieder zurück zu meinen Wurzeln mich zurückerinnert, denn ich bin ja der Adventure-Let's Player und viele wollten einfach mal wieder ein schönes Let's Play von einem Adventure haben, und hier ist es also. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist für mich ein Blind Run. Ich meine, es ist damals in dem Paket dabei gewesen, was ich von dem Sven Q45 bekommen habe. Ich könnte mich jetzt auch irren. Und hier geht es um zwei unterschiedliche Seiten. Auf der einen Seite, ich denke mal, das sind wir jetzt hier. Das sind nämlich ein Diebestrio, die Kunstwerke auf der ganzen Welt stehlen in spektakulären Stunts und Raubeszügen etc. Hier haben wir ja auch aus dem Intro diese ganzen Verzierungen und Schriftzeichen von der Glockenuhr. Die haben wir jetzt hier schon liegen. Also es ist wirklich sehr spektakulär. Und auf der anderen Seite sind wir ein Ermittler von der International Police, Jack Stern, so heißt der. Und der untersucht einen rätselhaften Mord, in Anführungsstrichen Fragezeichen, eines britischen Außenministers. Und das Spiel verspricht, dass irgendwann diese zwei Stränge halt zueinander finden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Also, wir sind die Werte... Moment, wie hieß sie? Moment, ich schaue gerade... Catherine? Catherine? Ja, Catherine, glaube ich. Die jetzt, glaube ich, ja, zur Arbeit kommt. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ist das ein Loft, wo die wohnen? Ist das deren Arbeitsstelle? Ich weiß es nicht. Das Ding ist so, also die stehlen Kunstwerke auf der gesamten Welt, dann versteigern die zu sehr hohen Preisen, und das Geld, was sie davon dann im Prinzip mehr oder weniger erbeutet haben, das spenden sie wohltätigen Zwecken. Also so eine Art moderner Robin Hood. Ja, und deswegen bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was das jetzt hier alles auf sich hat. Wir schauen uns mal die Zeitung an. Die Steuerung muss ich mir auch noch ein bisschen einprägen. Wie gesagt, Blind Run. Das ist so, das ist die Zeitung, die sie ja wohl gerade eben sich mitgebracht hat. Da ist es doch schon. Außenminister James Hanston verstorben. Zum überraschenden Tod einer kontroversen Persönlichkeit von Gordon Nicholson. Wie erst heute bekannt wurde, verstarb der britische Außenminister James Hanston am Montagmorgen im Alter von 53 Jahren unter unklaren Umständen. Was war das denn gerade im Hintergrund? Laut
Laute Quellen aus seinem persönlichen Umfeld erfreute sich der Minister bester Gesundheit. Die genauen Ursachen seines unerwarteten Ablebens sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Durch seinen eigenwilligen Politikstil wirkte Hansen überaus polarisierend, könnte jedoch für gewöhnlich auf Rückhalt im konservativen Milieu zählen. Was haben wir hier? Dreister Vandalenakt am Big Ben. Das ist das, was wir hier vom Intro her schon kennen. Das ist ja lustig. Auf der einen Seite haben wir den Strang vom Ermittler und auf der anderen Seite haben wir den Strang des Diebestrio. Am frühen Abend entwendeten zwei vermummte Täter Ziffern aus dem Uhrenblatt des Big Ben. Die beiden Unbekannten seilten sich aus über 70 Metern Höhe von der Spitze des Glockenturms ab. Die Behörden gaben bekannt, dass insgesamt 4 Ziffern gestohlen wurden. Die Höhe des Schadens wurde bislang noch nicht genannt. Doch nach den Dieben wird gefahndet. Die Londoner Bevölkerung ist zur Mitarbeit aufgerufen. Ach du Scheiße. Jetzt stell dir das mal vor, ich meine, jeder war schon mal vor dem Big Ben. Der ist nicht wirklich klein und... Davon runterseilen, nicht schlecht. Gut, legt mal wieder hin. Also ich denke mal, das ist wohl so eine... Da liegen die Ziffernblätter. Es ist wohl Geburtstagstorte. Ach, die hat heute Geburtstag? So eine Art kleine Einleitung hier in das Spiel. Schauen wir uns um. Die Jungs sind wirklich süß. Okay, mit rechts kann ich nichts machen. Habe ich eine Hotspot... Ja, ich habe eine Hotspot-Taste. Das Problem ist... Moment, wie geht die wieder weg? Automatisch. Dass sie sehr schwer zu erkennen sind, da sie alle irgendwie grau sind. Okay, Leinwand. Was haben wir denn da? Untersuchen. Die Leinwand. Was? Die Leinwand. Die Leinwand. Was ist denn das für eine Betonung am Ende? Die Leinwand. Die Leinwand. Die Leinwand. Eine sehr komische Betonung. Eieiei. Ich hoffe, dass ich das Spiel jetzt wieder nicht zu sehr unter die Lupe nehme und dadurch mir vielleicht selber auch ein wenig den Spielspaß nehme. Aber ich bin es irgendwie, ich weiß nicht, mit der Zeit irgendwie gewohnt, halt ein Spiel genauer mir anzuschauen. Und die Grafik, die wir am Anfang haben oder hatten, die ist wirklich überragend. Natürlich ist die jetzt hier im Spiel nicht so, aber ich finde, der erste Eindruck, der kann sich wirklich sehen lassen. Also ich finde, das ist wirklich eine schöne Atmosphäre hier. So, was haben wir denn jetzt hier? Nachrichten abhören und betrachten. Ja, hallo, wieso verschwindet das denn? Unser Anrufbeantworter. Na, okay. Sie haben 2 neue Nachrichten. Catherine, hier ist Dad. Ich habe die Nummer von deinem Freund Tom bekommen. Er wollte sie erst nicht rausrücken, aber ich habe ihm gesagt, es sei wichtig. Und das ist es doch, nicht wahr? Ich habe ja nur eine Tochter und du hast nur einen Dad. Also... Ich hätte dich natürlich lieber persönlich dran gehabt. Aber, naja, es muss auch so gehen. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Ich weiß natürlich gar nicht, wie du jetzt lebst. Aber ich bin sicher, dass es dir gut geht. Oh Gott. Du hast ja so viel Energie. Die hattest du immer, wie deine Mutter. Du wirst deinen Weg schon gemacht haben. Tja, ja. Spot ist übrigens letztes Jahr gestorben. Krebs. Ich musste ihn einschläfern lassen. Hm. Er hat nichts gespürt. Und hey, der Baum hinterm Haus, den wir gepflanzt haben, weißt du noch? Der ist inzwischen 8 Meter hoch. 8 Meter. Manchmal sehe ich ihn mir an. Und dann denke ich daran, wie alt du da warst. Und ob wir ihn uns nochmal gemeinsam ansehen, weißt du? Wie hoch er dann ist. Gott, ich hasse diese Maschinen. Kannst du nicht rangehen? Okay, ich schätze, du bist unterwegs. Also, mach's gut, mein Mädchen. Feier schön. Ich versuch's bald wieder. Happy Birthday. Okay, wo ist jetzt die zweite Nachricht? Vom Nahen sieht sie wirklich ein bisschen sehr mitgenommen aus im Gesicht. Herrgott. Das mit der Grafik fand ich aber gerade gut, dass Umgebung von ihr halt so ein bisschen verschwommen ist. Okay, hier sah es gerade so aus, als wenn sie in der Luft schwebt, aber hey. Schauen wir uns die zweite Nachricht an. Und irgendwie diese Grafik. Sie haben eine neue Nachricht. Hi, Catherine. Hier ist Tom. Alles Gute zum Geburtstag. Und? Hast du reingefeiert? Bestimmt hast du. Und jetzt hast du einen Schädel und kannst nicht ans Telefon. Komm schon. Das spüre ich doch durch die Leitung.
Du könntest dich ruhig mal wieder melden, weißt du das? Jacqueline ist schwanger und wir heiraten bald. Ich würde gern vorher noch mal mit dir, Jeff und Nancy einen drauf machen. Ja, wenn der kleine Hosenscheiß erstmal da ist, habe ich ja 10 Jahre lang keine Zeit mehr. Und so weit ist York ja nun auch nicht. Überleg's dir. Ach so, noch was. Dein Vater war hier, bei uns an der Haustür. Er wollte deine Telefonnummer haben. Vorher hatte er wohl schon das halbe Internatsadressbuch abgeklappert, um sie rauszukriegen. Tja, und ich habe sie ihm gegeben. Ich hoffe, du bist nicht sauer deswegen. Weißt du, er sah wirklich verzweifelt aus. Vielleicht solltest du ihm noch eine Chance geben, Catherine. Ich finde ja auch, dass seine Geschäfte ziemlich übel sind. Aber er ist dein Vater. Und er liebt dich. Naja, also sei nicht sauer, ja? Ruf doch mal zurück, wenn du Zeit hast. Gut, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit hier mal so ein bisschen die Umgebung angeguckt und erstmal finde ich es komisch, dass hier so Grafiksprünge bei ihr drin sind, aber ist okay, dass man hier im Prinzip mitten im Raum halt so ein Holzpodest hier hinzimmert. Also, warum? Warum? Naja, ist egal. Gut, also wir haben herausgefunden, sie hat wohl keinen so guten Kontakt zu ihrem Vater. Ihr Freund, der einen sehr interessanten Namen hat, wie ich finde, hat ihre Nummer dem Papi gegeben. Der Papi macht wohl sehr krumme Geschäfte und deswegen haben wir keinen guten Kontakt zu ihm. Gut, halten wir im Hinterkopf. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier weiter um, wo auch immer hier ist. Okay. Hier können wir nur, was? Promenade nach oben. Also es ist auf jeden Fall sehr liebevoll gestaltet, das muss man sagen. Die Grafik gefällt mir an sich auch sehr schön. Auch hier das Bild. Richtig geil. Bernds Zimmer. Es ist halt nur die Frage, was soll das hier darstellen? Soll es eine Firma sein, die die haben? Oder was ist das hier? Wohnen die hier zusätzlich? Kleine... Eieiei. Was haben wir da? Weinständer. Ach so, was kann ich damit machen? Angucken. Wein. Bernie wird wirklich alt. Und reden. Okay. Und sie setzt sich natürlich direkt hin. Hey, Bernard. Hi. Ah, ja. Entschuldigung wegen eben. Ich war noch nicht ganz wach. Ich find's ganz süß, wenn du einen Kater hast. Ich hab die Zeitung gelesen. Ihr seid wirklich komplett verrückt. Ich weiß. Man hätte euch schnappen können. Du hast Geburtstag. Wir hatten keine Lust, dir einen Pürierstab zu schenken. Wie hast du Mike ans Klettern gekriegt? Ich hab ihm gesagt, das erhöht seine Chancen bei dir. Das hast du nicht. Ich habe. Hast du nicht. Er hat 10 Tage heimlich trainiert. Ist dir nicht aufgefallen, wie schlank er geworden ist? Oh je, ihr seid wirklich verrückt. Und was hat er jetzt gerade so Geheimnisvolles zu tun? Bereitet die große Überraschung vor. Streng geheim. Aha. Ist es denn eine schöne Überraschung? Oder wieder eine, bei der man geschnappt werden kann? Sowohl als auch. Das klingt ja super. Jetzt drück schon raus damit. Erst wenn Mike dabei ist. Er ist bestimmt gleich fertig. Geh in dein Zimmer, wir rufen dich. Na schön. Na schön. Na dann. Bis später. Eieiei, eine große Überraschung. Wenn Männer das zu einer Frau sagen, dann kann das meistens nichts Gutes sein. Aber okay, lassen wir uns überraschen. Diplomurkunde, was geht denn jetzt hier ab? Das sind Diebe und die haben Diplome an der Wand. Er hat sein Mathe-Diplom aufgehängt. Das muss die Midlife-Crisis sein. Okay, ich nehme alles zurück. Eieiei, was haben wir hier? Kartenhaus. Hey, ich dachte, er hätte die Karten weggeschmissen. Und warum? Er wird doch nicht. Was denn, was denn? Hey, ich dachte, er hätte die Karten weggeschmissen. Er wird doch nicht. Was auch immer es ist, wir werden es noch nicht erfahren. Eine Erinnerung an seinen Vater. Der war Bergmann in Belgien. Von Michels Mutter, glaube ich. Ich verstehe nicht, wieso er das Ding immer noch behält. Er kommt einfach nicht drüber weg. Tja, so ist das halt manchmal. Das ist, denke ich mal, unser Inventar. Nee, das ist die Übersichtskarte. Also wir sind in London. Wir sind jetzt im Loft. Okay, das ist deren Zuhause.
wenn es auch mehr wie ein Arbeitsplatz aussieht. Und wir haben ein Telefon. Ein Nokia, was könnte es sein? 6210? Eieieiei. Okay, hier haben wir sonst nichts mehr. Ach, guck mal hier, eine Lupe können wir uns noch angucken. Nehmen. Hat er bestimmt was gegen. Und der Windows Vista, nee, XP. Eingesagt. Der Windows XP Hintergrund auf dem Bildschirm. Cool. Können wir, oh cool, wir können auch schnell das Zimmer verlassen. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Hier oben ist eine Empore, hier ist Mikes Zimmer und hier ist unser Zimmer. Okay. Was, wie gesagt, mehr wie ein... Spiel speichern? Nein. Was war... Ach, guck mal hier. Speichern, laden und was ist das? Na, Menü wahrscheinlich. Da wollte ich gar nicht hin. Ich will dahin. In die Küche. Nein. Können wir da... In der Küche können wir gar nichts machen. Toll. Ach, jetzt sind wir hier hinten. Okay. Ja, schade. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht rein, weil er bereitet ja die Überraschung vor. Mike? Was? Warum schließt du ab? Hab zu tun. Siehst du? Gut, dann warten wir wie befohlen in unserem Zimmer. Da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn das? So, ich weiß nicht, was ich den Spielen, die ich im Moment spiele, getan habe, aber auch dieses Spiel ist gerade abgestürzt. Ich habe einen wunderschönen Fehlerbericht bekommen. Da bin ich ja mal gespannt. Aber ich bin jetzt auch gespannt, ob ich... Nee, jetzt stürzt es nicht mehr ab. 15 Minuten später. Na, endlich. Ja, super. Also es ist nicht mehr abgestürzt. Es ist schön. Warum haben wir hier eine Kletterwand, die über zwei Etagen geht? Das ist ja mal heftig. Ich müsste wirklich wieder mehr trainieren. Ab morgen. Die guten Vorsätze. Gut, aber bevor ich jetzt rausgehe, will ich mich hier erstmal umschauen. Unvollendetes Bild. Als Malerin werde ich wohl immer eine Dilettantin bleiben. Ich gucke kaum noch rein in das Zeug. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe, Ballett hat sie auch gemacht. Das ist lange her. Ein Grammophon. Naja, Freiheitsbewegung. Mehr oder weniger. Ein Heimtrainer. Also jetzt habe ich einen Kopf. Hat sie den jetzt genommen? Ja. Wo komme ich jetzt wieder zurück? Das ist ein bisschen blöde gemacht. Eine Taschenlampe. Ja, und warum nimmst du die nicht mit? Eine Taschenlampe kann man ja wohl immer gebrauchen. Aber okay, sonst können wir nichts machen. Okay, was ist jetzt die große Überraschung? Nur? Ja. Redet ihr auch mit mir? Was ist das denn? Also? Liebe Catherine, Mike und ich haben keine Kosten und Mühen gescheut, unser nächstes Projekt an Land zu ziehen. Eine echt große Sache. Und ein Heimspiel. Hier in London. Der Auftraggeber ist irgendein durchgeknallter Afrikaner. Wir treffen seinen Mittelsmann am London Eye in 20 Minuten. In 20 Minuten? Großartig. Was will er zahlen? Das Doppelte. Mindestens. Er hat noch keine Zahlen genannt. Aber ich glaube, er schwimmt im Geld. Wir dachten an Homes Not Bombs UK als Empfänger. Was meinst du? Welches Bild ist es denn? Das werden wir gleich erfahren. Mike hat ein kleines Spielzeug gebastelt. Liegt oben bei mir. Auf dem Schreibtisch. Ich bin eben erst damit fertig geworden. Hol's doch mal bitte runter. Ein Spielzeug, ja? Keine Angst, nichts Unanständiges. Sieht aus wie ein Controller. Na, ihr macht's ja spannend. Also gut. Was? Jetzt soll ich den Laufburschen spielen? Warum holt ihr es nicht selber? Der weiß doch, wie es... Unlogisch. Und? Was ist nun?
Wir müssen bald los. Das darf nicht wahr sein. Die wollen echt, dass ich das Ding jetzt hole. Das ist ja mal krass. Also schön. Bis gleich. Ja, genau, Freunde. Bis gleich im nächsten Teil. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich hoffe, der Auftakt hat euch gefallen und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Teil. NRW über 18, adieu.